Wo wir gerade eben bei dieser Thematik sind, ich würde sagen, wir gucken uns mal von Baku ein Video an, und zwar RBB-Kultur und ihre unfassbar schlechte Reportage zum Manspreading. Okay, ich bin jetzt wirklich sehr gespannt. Ich glaube, KuchenTV macht auch noch ein Video zu RBB-Kultur, ne? Ich habe ja ein Video zu diesem Manspreading gemacht. Wird auf jeden Fall spannend, ja? Wir gucken uns das an. Ja, an sich ein sehr rücksichtsvoller Mensch, der vielen Dingen und Problemen erstmal ein offenes Ohr schenkt und es auf mich einwirken lasse, bevor ich mir meine Meinung dazu bilde. Gerade auch, wenn es um die Rechte der Frauen geht, denn ich habe selber zwei kleine Töchter, natürlich eine Partnerin, Mutter, weibliche Verwandte und Freundin, die im Alltag hin und wieder mit Nachteilen aufgrund ihres Geschlechts konfrontiert werden, über die man zu Recht diskutieren muss. Aber eine bestimmte Debatte geht mir so richtig auf den Sack. Und zwar das sogenannte Manspreading. Oh nein, es geht ihm auf den Sack. Das ist doch toxische Männlichkeit. Beruhige dich, Baku. Wichtiger Hinweis vorab. Mir geht es in diesem Video nicht um den Feminismus allgemein, sondern um diese eine bestimmte, absolut bescheuerte Thematik. Zunächst einmal, was ist Manspreading? Nee, Baku, du solltest das Thema gar nicht ansprechen. Also du darfst eigentlich Feminismus gar nicht erst in einem Video ansprechen. Sonst gibt es jetzt wieder Leute, die da wieder rumschreien, ja, die dann schon wieder die Schnauze voll haben. Spreading überhaupt. Wie kann ein Meinungsblogger nur über Feminismus reden? Das ist halt auch so ein Thema, dass eigentlich darfst du es gar nicht zusammenbringen, ja, also Feminismus und Meinungsblogger, das gehört sich halt einfach nicht. Manspreading ist ein filmextremer Kampfbegriff, der darauf abzielt, auf ein rein männliches Problem aufmerksam zu machen, denn Männern wird vorgeworfen, dass sie in der Öffentlichkeit immer mit gespreizten Beinen sitzen und somit den Frauen bewusst oder unbewusst den Platz wegnehmen. Die ganze Thematik kochte gerade in öffentlichen Verkehrsmitteln großer Metropolen auf, da sich hier aus der Sicht der Feministin Männer so breit machen, dass mehrere Sitzplätze in Anspruch genommen werden und damit also den ohnehin größeren Move. Platz... Ey, und vor allem, guckt euch das mal an, jeder hat doch trotzdem seinen Platz. Also, guck mal, hier ist ein riesiger Sitzplatz beispielsweise. Also ihr könnt es safe eine Person einfach sitzen, ist ja gar kein Problem. So, das ist wohl jetzt schlimm, oder wie? Dass mehrere Sitzplätze in Anspruch genommen werden. Okay, ja, also der hat auf jeden Fall gerade 10 Sitzplätze in Anspruch genommen und niemand konnte sich daneben hinsetzen, okay? Und damit... Auch der hat ja den gar keinen Platz mehr gelassen. Also ist ja fast gar nichts mehr da gewesen. Den ohnehin größeren Platzproblem nochmal den Stempel der toxischen Männlichkeit aufdrücken. Jetzt fragen sich sicherlich einige von euch, hä? Das ist doch also einfach nur ein asoziales Verhalten, wenn ich Menschen keinen Platz mache, und ist doch überhaupt nicht geschlechterspezifisch. Denn es gibt ja auch Frauen, die sich ohne Rücksicht auf andere breit machen mit ihren Handtaschen. Aber Baku, das ist Whataboutism, ja? Nur weil du jetzt sagst, dass es das auch bei Frauen gibt, existiert das Problem trotzdem noch bei Männern. Es ist ja so. Oder sonstigen. Du darfst gar nicht darüber sprechen. Stichwort Shebagging. Na dann guckt euch erstmal den von Rundfunkgebühren finanzierten, brillanten Beitrag von RBB Kultur zum Thema Manspreading an. Denn statt sachlich und neu... Zum Glück hat Baku gesagt, dass es Rundfunkgebühren sind und nicht GEZ-Gebühren. Stellt euch das mal vor, imagine einfach GEZ. Gibt's ja jetzt schon seit 2012 nicht mehr. Die Thematik zu berichten, wird hier einer männerfeindlichen Bewegung eine sehr einseitige Bühne geboten, was ich persönlich echt kritisch finde. Gleich zu Beginn der Reportage wird deutlich, in welche Richtung es bei dieser Sendung hier geht. Manspreading, so nennt sich dieses Phänomen und zeigt, mit welcher Selbstverständlichkeit sich Männer ihren Platz im öffentlichen Raum nehmen. Für mich steht das stellvertretend für stereotype Geschlechterrollen. Und die Frage ist, was kann man dagegen tun? Es wird sich hierbei gar nicht erst die Frage gestellt, ob und in welchem Ausmaß das Problem überhaupt existiert, um einen sachlichen Überblick dazu zu geben, damit der Zuhörer ein Gefühl für die Tragweite dieses Problems bekommt. Stattdessen wird das Problem als allgemein gültig angenommen und man befasst sich direkt mit dem Punkt, was man denn dagegen tun kann. Super Berichterstattung, liebes RBB-Team. Wenn es doch so ein wichtiges Thema ist, hätte ich gerade von euch erwartet, dass hier erstmal Fakten gezeigt werden, das Problem verständlich definiert wird und erklärt wird, welche Kriterien wann und wo erfüllt werden müssen, damit man vom sogenannten Manspreading sprechen kann. Stattdessen wird hier einfach eine Meinung vorgegeben. Also bei Manspreading spricht man erst davon, wenn der Winkel der Beine über 50 Grad ist. Zwischen 45 und 50 oder 55 Grad ist die perfekte Sitzhaltung. Alles, was über 55 Grad ist oder 50 Grad ist, ist zu viel. Man spricht dann vom Manspreading und man sollte dann daraufhin auch eine Wasserflasche mitnehmen und die Personen einfach nass machen damit. Weil das halt auch gar nicht geht. Ja, also das würde ich dann auch, also ich würde das schon fast zur Anzeige bringen, weil das zu krass ist.
die nicht mal im Ansatz begründet wird. Vermutlich, weil es auch einfach keine Studien oder Statistiken dazu gibt. Die ganze Debatte wird also hauptsächlich aus der eigenen subjektiven Wahrnehmung getrieben, da es schlicht und ergreifend keine Kriterien gibt, die Manspreading von Nicht-Manspreading unterscheiden. In der Studie Sexismus im Alltag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend steht dazu diesem Thema lediglich Folgendes. Der Begriff Manspreading wird wegen seiner Stereotypisierung des männlichen Geschlechts als sexistisch kritisiert. Ihr veröffentlicht also ein Video gegen Sexismus und startet das Video mit einer sexistischen Meinung. Frauen sitzen nämlich nie so, meine Freunde. Nur Männer. Genau mein Humor. Für diese Reportage trifft sich die Moderatorin mit zwei feministischen Aktivistinnen, die in Berlin das Projekt Riot Pants gestartet haben, um dem Manspreading in öffentlichen Verkehrsmitteln den Kampf anzusagen. Dazu bedrucken die Frauen den Schritt ihrer Hosen mit Schriftzügen wie Give Us Space oder Toxic Masculinity. Mit diesen Hosen setzen sich die beiden dann vor anderen Männern hin, die in ihren Augen manspreaden, denn wie gesagt, es gibt keine Kriterien dafür, also ist es vollkommen subjektiv, und spreizen die Beine für einen guten Zweck. Dazu sagen die beiden Folgendes. Wir haben mal eben das Gefühl, dass diese Slogans diese Haltung so entsexualisieren können. Entblöße ich jetzt zwar auch meinen Vulva-Bereich, aber ich kommuniziere auch direkt damit was. Oh. Also ich kommuniziere ja auch damit was. Ich sage ja auch, hier, schaut einfach mal her. So, also es ist ja, ich glaube, wir alle kommunizieren, denke ich einfach. Die Männer kommunizieren und die Frauen kommunizieren damit, ja. Männer, wir haben die Antwort auf dieses Problem. Ab jetzt drucken wir Slogans in den Schritt wie Bullenklöten inside, denn solange wir damit etwas kommunizieren, ist das vollkommen in Ordnung. Kannst du dir echt nicht ausdenken. Statt einfach auf die andere Person zuzugehen, den Kontakt zu suchen oder einfach um Platz zu bitten, bedient man sich einfach so einer provokanten Methode. In meinen Augen sorgt man mit so einem Verhalten eher dafür, dass die Akzeptanz für das generelle Problem schwindet und sachliche Debatten behindert werden, einfach aus dem Grund, dass derartige feministische Bewegungen die Fronten immer weiter aufheizen und verhärten. Bitte nenn's doch nicht feministische Bewegung. Ja, Baku, wirklich, schmeiß mal nicht mit dem Wort Feminismus immer direkt hin und her, weil letztendlich Feminismus ist ja nun wirklich, also wir haben es ja nun vorhin gehört, also weißt du, das ist dann wieder, du pauschalisierst das wieder alles bloß auf die Feministen, ja, und das ist halt einfach schade. Und da muss ich dann halt auch einfach Baku schwer kritisieren, weil dann kann ich ihn halt auch nicht mehr ernst nehmen. Sehr, sehr schade an der Stelle, wirklich, weil ich von Baku mal viel gehalten habe, aber hier wird wirklich eine Grenze überschritten. Auf die Reaktion der betroffenen Männer angesprochen, berichten die beiden, dass sich die Männer immer adressiert gefühlt haben. Wow, geniale Erkenntnis. Wenn ich in der Bahn sitze und eine Person sich direkt vor mich hinsetzt und die Beine bis zum Platzen der Nähte spreizt und im besten Fall noch die Füße komplett verdreht wie diese Dame hier und einen Slogan im Schritt hat, muss ich blind sein, um das nicht zu checken. Also keine Ahnung. Und die Reaktion der Männer sieht dann so aus. Machen die Beine dann teilweise noch weiter auf. Das ist schlimm. Einmal hatten wir das auch, dass die Person sich weggesetzt hat. Das fanden wir gut. Also ganz ehrlich, ich hätte selber irgendwo geschwankt zwischen, die wollen mich jetzt trollen oder soll ich jetzt ganz klassisch als Türke fragen, hast du Probleme oder was? Dass die Leute sich dadurch getriggert fühlen und das Verhalten dann übertreiben, ist doch irgendwo klar. Gerade diese Leute werden die Erlebnisse auch mit in ihre Bekanntenkreise mitnehmen und dafür sorgen, dass darüber gesprochen wird, mit dem feinen Unterschied, dass die Leute zu einem Großteil negativ auf solche Aktionen blicken, bis zu einem Punkt, an dem nahezu alles aus dieser Bubble schlichtweg abgelehnt wird. Und die nächste Frage, die ich mir stelle, warum findet ihr es gut, wenn sich Menschen durch eure Aktionen wegsetzen? Was ist euer Ziel? Wollt ihr damit erreichen, dass sich Leute mit dem Thema befassen oder einfach nur punktuell einzelnen Männern einen feministischen Schlag zu verpassen, um sich für den Moment stark zu fühlen? An einer anderen Stelle der Reportage sagen die beiden über den Slogan toxische Männlichkeit, dass es ihnen ja nicht um toxische Männer geht, sondern um Folgendes. Sondern dass wir damit eigentlich meinen, dass die Art und Weise, wie Männer erzogen werden und aufwachsen und sozialisiert sind, dass sie weniger Gefühle zeigen sollen, Gefühle zulassen vor allem, Schwäche nicht zeigen dürfen. Okay, den Ansatz finde ich persönlich echt gut, muss ich sagen. Fast jeder von uns kennt ja den Spruch, Indianer kennt keinen Schmerz oder ähnliche Dinge, die uns als kleine Buben gesagt worden sind, damit wir nicht weinen, weil ja nur Mädchen weinen und Männer stark sein müssen. Das finde ich für unsere heutige Zeit auch überholt und gehört diskutiert und sollte auch in der Erziehung in dieser Form meiner Meinung nach keinen Platz mehr finden. Das könnte unter anderem mit ein Grund dafür sein, dass Männer
laut einer Erhebung der AOK im Jahre 2018 offiziell zu 5,1% an Depressionen erkranken, wohingegen der Wert bei Frauen bei 11,3% liegt. Gleichzeitig ist die Selbstmordrate bei Männern bis zu dreimal höher als bei Frauen. 2018 haben sich alleine in Deutschland 9.300... Ey, das ist krass, ne? Wenn du das mal so siehst, dass die Selbstmordrate bei Männern viel, viel höher ist. Holy shit, das ist schon geisteskrank. Also dreimal höher ist schon mega, mega viel. Ey, sorry, dass ich gerade nicht so viel dazu sag. Ich finde es gerade einfach interessant zuzuhören. Und ja, ich werde dann zum Schluss noch mein absolut wahnsinniges Urteil fällen zu der Thematik. Aber ich kann Baku bisher nur recht geben und zustimmen. Ich finde, dass es hier wird auf dem falschen Wege kommuniziert, um auf das Problem aufmerksam zu machen. Ich meine, wenn man die Hobbylosigkeit besitzt, sich dann in den Zug zu setzen, um Leuten dann wirklich den Sitzplatz zu versperren mit der Scheiße, die sie da machen. Wenn sie damit zufrieden sind, können sie das machen. Aber ich weiß nicht, ob das zur Lösung des Problems führt. Oh, okay, ich höre auf. Das Leben genommen. Nutz Davon ich, waren 76% Männer. Studien dazu legen nahe, dass dieses Phänomen am Rollenbild des starken Mannes liegen könnte, da Männer ja keine Schwäche zeigen dürfen und alle Probleme alleine lösen sollen. Es ist keine Schande, Gefühle offen zu zeigen und sich bei Problemen Hilfe zu holen, Freunde. Da können wir uns bei den Frauen echt eine Scheibe abschneiden. Um aber auf unsere beiden netten Damen wieder zurückzukommen, die haben nämlich für das Manspreading natürlich auch die passende Erklärung. Aber natürlich auch, ne, die Beine nicht überschlagen, weil das ist, also wenn Männer das tun, wird ihnen häufig Männlichkeit aberkannt. Ja. Okay, also in welcher Erziehung wird Jungs gesagt, dass sie die Beine nicht überschlagen sollen? Hab ich irgendwie in meiner Erziehung nicht aufgepasst oder woran liegt das? Ich habe gerade viel mehr mitbekommen, dass gerade den weiblichen Mitmenschen in meinem Umfeld, sei es meine Partnerin, meine Verwandten oder meine Freunde, viel eher als Mädchen gesagt worden ist, dass sie die Beine nicht so spreizen sollen, weil es sich eben nicht gehört und man seinen Schambereich lieber verdecken soll. Das passt auch zu dem Punkt, den die Kulturwissenschaftlerin Mithu Sanyal im Beitrag ebenfalls zur Fragestellung, warum es der Moderatorin so schwer gefallen ist, in der Öffentlichkeit die Beine zu spreizen. Weil uns ja beigebracht wird, um gar keinen Preis die Beine irgendwie spreizen. Am allerbesten, dass du sie noch übereinander schlagen musst. Was ich mich jetzt hier frage, wäre es da nicht der passendere Ansatz, dass jeder Mensch sich einfach so hinsetzt, wie er es für gemütlich findet und dass die Erziehung der Frauen von klein auf dahin gelenkt wird, dass sie sich nicht verstecken müssen vor Männern? Genau dort fangen doch die geschlechterspezifischen Rollenbilder an, die sich in unsere Köpfe einbrennen. Im weiteren Verlauf des Videos sagen die Protagonistinnen noch Folgendes, als sie selber so manspreaden. Aber auch gemütlich, oder? Ich find's super gemütlich. Ja, guck mal, die sagen sogar selber, dass das gemütlich ist. Beschweren sich aber, dass Männer eine gemütliche Sitzposition einhalten. Obwohl die genau das gleiche auch machen können. Ich meine, guck mal, wo ist, also, sorry, aber wenn das gemütlich ist, ja, guckt euch bitte diese Füße an. Also beim besten Willen, wenn das eine gemütliche Haltung ist und wenn auch nur ein Mann so in der Bahn sitzt, dann gebe ich dieser Person 500.000 Euro, ja. Wenn es eine Person bisher gab, die sich so ernsthaft hingesetzt hat und sich gesagt hat, ja, das ist sehr gemütlich. Also das sieht nicht gesund aus und vor allem auch nicht gemütlich aus, ja. Kann immer so sitzen. Vielleicht sitzen viele Menschen in unserer Gesellschaft einfach so, weil es einfach komfortabler ist. Schon mal daran gedacht? Dann setzt euch doch auch einfach so hin. Es macht halt einfach keinen Sinn, wenn man diese Aussage mit den Aussagen davor vergleicht, wo man viele Aspekte mit der Erziehung... Ich habe so das Gefühl, dass hier Jürgen Milski vor allem wieder eine große Rolle spielt. Aber ich möchte jetzt gar nicht so nah darauf eingehen. ...von Jungs in Verbindung gebracht hat. Wollen diese Aktivistinnen nicht begreifen, dass man als Mann halt untenrum Kronjuwelen hat, die nicht nur zwischen den Beinen hängen, sondern auch bei äußerlichem Druck eventuell vielleicht wehtun könnten? Warum wird auch bei so einer Thematik, die ja auch direkt Männer betrifft, kein einziger Mann mit einbezogen? Schließlich braucht ihr uns Männer auch für die Lösungsfindung, falls es ein ernstzunehmendes Problem ist. Einen guten Ansatz hat meiner Meinung nach der YouTuber Steven Crowder gewählt. Er ist nämlich mal losgezogen und hat Frauen in öffentlichen Verkehrsmitteln angesprochen und gefragt, ob es für sie in Ordnung wäre, mal einen Schlüpfer anzuziehen, der die männlichen Geschlechtsteile simulieren soll. Interessanter Fakt, der dabei rausgekommen ist, die Frauen, die sich diese Hose angezogen haben, haben die Beine auch so weit gespreizt, dass Femme-Extreme es als Manspreading betiteln würden. Es ist schlicht und ergreifend unangenehm, dort zu sitzen.
Bekommen wir was Schlaues gemacht. Sehr wenn man etwas zwischen den Beinen hängen hat. Und ich sag's nochmal, natürlich gibt es Männer, die dabei übertreiben und rücksichtslos sind. Aber es ist nicht geschlechterspezifisch und existiert auch bei Frauen in anderen Formen. Es ist einfach als rücksichtsloses Verhalten von Menschen zu titulieren und schürt in dieser Darstellungsform des Manspreadings das Gefühl von Männerhass. Noch absurder wird die Geschichte sogar, wenn Femme-Extremer auf die Idee kommen, unsere ach so schlimme Welt mit tollen Erfindungen verbessern zu wollen. Denn Manspreading kann man ganz einfach durch diese Stühle hier aus der Welt schaffen. Der Anti-Manspreading-Stuhl. Wie man unschwer erkennen kann, soll der Mann durch diese Trichterform dazu umerzogen werden, mit geschlossenen Beinen was zu sitzen. Was ist das denn für eine Scheiße? So weit, so gut. Lustig wird es aber erst, wenn man sich das Gegenstück dazu ansieht, denn der Stuhl für Frauen hat im Schritt einfach einen Keil, der dafür sorgen soll, dass Frauen jetzt statt der Männer mit also praktisch wird dann genau das Gegenteil gemacht, dass dann die Frauen breitbeinig da sitzen und die Männer zusammen. Also was ist denn das für eine absolut überkrasse Scheiße? Also praktisch existiert dann das Problem genau gleich, nur andersrum. Da muss ich sagen, also da hat sich jemand einen ganz, ganz großen Kopf gemacht. Also da ist wieder gleichermaßen schlau gedacht worden, ja. Als ein Bein sitzen. Das würde doch nur ein bestehendes Problem verlagern, statt das zu lösen. Ich meine, man sieht dem Typen direkt an, dass er komplett verkrampft da sitzt. Wenn man jetzt seine Hose entfernen würde, würde es in seinem Schritt so aussehen, als würde Homer Simpson Bart würgen. Und so etwas gewinnt noch den Belmont New Designer Award. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Weiterhin sagen die beiden Aktivistinnen noch Folgendes. Die wollen mit den Stühlen Männer einfach abschaffen. Ich habe auch so langsam das Gefühl, Heinz. Also, das ist halt wirklich so. Also, sowas Dummes habe ich echt noch nie gesehen. Und sowas hat irgendeinen Award bekommen. Also, vielleicht den Award für echt die dümmste Erfindung der Welt, aber das war's dann auch. Denn der Rest der Reportage beinhaltet nur noch Randinfos, die keinen nennenswerten Mehrwert für diese Thematik bieten. Hier werden bestimmte Dinge Leuten bewusst und sichtbar gemacht. Und deswegen habe ich das Gefühl, das ist gut, was wir machen. Okay, wenn man doch für mehr Respekt im öffentlichen Raum, wie in Bus und Bahn kämpft, und genau für dieses Thema sensibilisieren möchte, wäre es doch sinnvoller, direkt alle mit einzubeziehen und nicht nur auf Männer zu schießen. Es wäre auch sinnvoll gewesen, wenn man gezeigt hätte, was als Manspreading gilt und was nicht. Stattdessen wird nur die Perspektive einer kleinen Gruppe von Feministinnen betrachtet, die in ihrer verbissenen Denkweise festhängen und ihnen durch zahlreiche Internetbeiträge und Videos eine sehr große Reichweite gegeben wird. Dadurch sorgt man in meinen Augen, dass die wichtigen Aspekte des Feminismus ebenfalls durch den Kakao... Ein unglaublich dummes Problem, ne? Wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt. Es gibt so viele Probleme auf dieser Welt und es gibt Menschen, die setzen sich dafür ein und bedrucken Hosen und gehen wirklich öffentlich überall hin und verschwenden ihre Zeit, um auf das Problem aufmerksam zu machen, dass sich Männer zu breitbeinig hinsetzen und damit den Weg versperren. Also wirklich, also es gibt, weißt du, es gibt halt wirklich echt viele, viele große Probleme und auch persönliche Probleme. Und dann gibt es Menschen, die wirklich nichts in ihrer gesamten Zeit zu tun haben und für so ein Problem einstehen oder was heißt Problem, für sich existierendes Problem einstehen und dann so belanglose Scheiße machen, wirklich. Also ich verstehe das absolut nicht. Ich verstehe das, also wie kann man so ein unfassbar dummes Thema groß machen wollen? Es ist wirklich ein absolutes Rätsel. Es ergibt für mich gar keinen Sinn. Ich muss wirklich sagen, ein absoluter Käse mit diesem Manspreading. Ich check das nicht. Also ich meine, man kann halt wirklich aus allem ein Problem machen, aber ich finde irgendwann... Also gerade wenn man selber auch manche Probleme hat und dann siehst du, über was sich hier, über was hier wirklich geredet wird, denkst du dir auch so, also was für eine belanglose Scheiße einfach. Finde ich krass, ja. Finde ich wirklich krass. Aber ich bin froh, dass es auch Menschen gibt, die da sagen, nee, hier, ihr labert gerade einfach mal nur Scheiße und die dann auch mal dagegen argumentieren. Das finde ich sehr gut.